Too bad, Sora. You can fight me all you want, but I still won't remember a thing. Come on, Riku. Let's quit fighting. Let's go help Naminé. Together. Right. So like you. Sora, you're always trying to worm your way into my heart. Hold on. When did I ever do that? Huh. You forgot that too? You never cared. It never mattered to you! You won't push me away. Oh man. Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Rechain of Memories. So. Sobald du Riku hilfst, sich wieder zu erinnern, seid ihr nur wieder Freunde. Ich hoffe doch. Riku ist so stur. War es schon immer so? Ich glaube. Könnte sein. Does it hurt, Naminé? Watching your two childhood friends fight, all because of you. You have my sympathies from the heart. But don't waste your time. We nobodies can never hope to be somebodies. I don't get it. Riku and I, we both want the same thing. Both of us want to help Naminé out. How come we're fighting each other? I mean, Riku and I have argued about stuff in the past, but... Could be because you care what happens to each other. Hmm. I really thought so too. But... maybe Riku doesn't. You can't give up your friends tied together. Sora, Riku, and... what's her name? Hmm. It seems our memories are fading mighty fast. Sora, we gotta hurry. I bet Riku will come around if you just talk to him. You're right. We three were never apart. Me and Riku and Naminé. Leider hat er den Namen einer anderen Person vergessen. Ebenfalls weiblich. So, wir sind jetzt schon Stufe 40. Das geht gut. Es wäre schön, Riku, dich und Naminé wieder gemeinsam lachen zu sehen. Komisch, ihr Name will mir nicht einfallen. Ja, wir vergessen Kairis Namen langsam. Okay, das heißt, zwei Welten sind noch offen. Nimmerland und Hollow Bastion. Dann gehen wir mal ins Nimmerland. Und Hollow Bastion heben wir uns für den Schluss auf. Ich glaube, das dürfte auch dann die letzte, vorletzte Welt sein. Irgendwas. Keine Ahnung, wie viel noch kommt. Auch bei wie viel Spielstunden ich bin, weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Ich glaube, so bei 20, 30 müssen es sein, ungefähr. Wo sind wir? Der Boden schwankt irgendwie so. Ich kann auch das Meer hören. Na klar, wir sind auf einem Schiff. Wir müssen einen Weg runterfinden. Aber welchen Weg nehmen wir? Ah! Wer bist du? Vielleicht versucht sie uns zu helfen. Du könntest recht haben.
gleitet durch die Luft, indem du springst und danach kreist, gedrückt hältst. So, willkommen auf Captain Hooks Schiff. Und die sind herzlose wieder. Zeit wieder ein bisschen zu fighten. Und die Schattenlurche sind ein bisschen stärker geworden. Aber nicht weiterhin schlimm. Das heißt auch mehr Erfahrungspunkte für mich, wenn sie dicken Klunker fallen lassen. Bei Zeit muss ich mal mein Deck mal ein bisschen mal anordnen. Wir haben ja jetzt neue Fähigkeiten bekommen, beziehungsweise Kartenkombinationen. Die können wir dann... Alter. Können wir dann auch mal ausprobieren. Goofy, hilf mir. Ich hab gedacht, ich kann nie mehr kommen. Das war ein Fehler. Bäm, bäm, bäm. Das hat hervorragend geklappt. Voll aufgelöst. Gleiten. Ich bin schon gefragt, ob wir diese Fähigkeit kriegen oder ob wir sie überhaupt in diesem Spiel bekommen. Das ist auch für mich noch ein Rätsel. Auch schon sehr praktisch. Das ist meine Lieblings-Ability in Kingdom Hearts Final Mix. Ohne Drohnenkarte. Die will ich haben, weil dann machen wir nämlich das hier. Der Goofy Schmetterschlag. Bam. So, dann haben wir noch eine Drohnenkarte. Hm, 3436 Erfahrungspunkte noch bis zum nächsten Level, das kann noch ein bisschen dauern. Was haben wir denn dann da? Aero. Dafür würde ich mir auch mal gerne bei Zeit ein paar Karten ins Deck nehmen. Da bin ich auch ein bisschen mehr geschützt. Weil ich mittlerweile drei Karten schon habe, kann ich mir schon auch direkt Aero gar herbeizaubern. Ihr Schattenlurche, seid nervigen. Der euch immer duckt. Die Attacke finde ich von Goofy mit am besten. Der Schmetterschlag. Die Gegner so nach oben pullt und nicht die dann nach unten schlage. Hm, verdammt. So schnell wie er kam, so schnell ist er wieder verschwunden. Das war eigentlich so nicht geplant. Wieder ein Schattenquasar. Da ist noch eine Freundeskarte. Ich lese gerade nicht. Achso, ich habe sie schon angesammelt. Bin manchmal auch so ein bisschen. Ne?
Dass er mich zwischendurch hielt, das finde ich eigentlich relativ geil. Nur die Sache ist halt, ich kann es nicht von im Vorhinein sagen, ob er das tut. Also das kann ich mich darauf verlassen, dass wenn ich ihn ausspiele, er mich heilt. Aber da habe ich doch lieber ein paar Heilkarten im Petto. Da bist du. Das war nicht gut. Das war richtig nice. Schöner Abschlussfinisher. 1998 Erfahrungspunkte noch. Aber ich glaube, wir haben schon alles abgesucht hier. Können wir uns einen neuen Raum aufmachen? Als allererstes würde ich sagen, wir machen einen Mokri-Shop auf. Und kaufen uns nochmal ein bisschen von unseren Punkten was. Ein paar neue Karten. Nichts drin. Nichts drin. Ah, hier. Nochmal ein Königsanhänger. Heilung. Ey, ich will ihn nicht angreifen. Ich möchte einfach nur gerne hier ein bisschen looten. Ich kriege nämlich auch ein paar Kugeln und die könnten vielleicht sogar entscheidend sein für ein Kartenpack. Hier kriegen wir nochmal einen Kartenstapel. Na, da haben wir schon Feenhafe, der Schlüsselschwertanhänger aus dem Wunderland. Wunderland sage ich auch. Aus Nimmerland. So viele Länder, so viele Karten. C+, Stichauszeit, Stern. Richtig gut. Okay, dann kaufen wir jetzt erstmal direkt das große Pack. Alter, hier sogar in Premium. Was ich rausgefunden habe, ist, dass Premium-Karten immer die gleiche Anzahl von KP kosten. Das macht die anscheinend so besonders. Weniger wahrscheinlich die Angriffskraft, weil die verändert sich ja nicht. Aber dafür halt kosten alle, egal welchen, welche Zahl sie auf der Karte haben, kosten alle 15 KP. Das ist schon ultra praktisch, weil dann kannst du natürlich auch mehr Karten mit reinnehmen. Das heißt, später wird es wahrscheinlich aussehen, dass wir nur Premium-Karten im Deck haben, um entsprechend halt angreifen zu können. Geil. 2 9er-Karten. Ziemlich gut. So, dann würde ich noch gerne ein paar Karten verkaufen. Puh, ja, so ein paar Königsanhängerkarten. Hier so, da so. Das wäre es auch schon. Haben wir hier welche zu viel? 2 Stück. Ja, ich hatte schon mal gesagt, ich gucke, dass ich halt immer so um die 5 habe von einer Sorte, mindestens mal. Wenn es drunter liegt, ist es auch okay. Habe ich 200, kann ich mir nochmal neue kaufen jetzt? Ja. Etwas magere Ausbeute, wenn ihr mich fragt, aber egal, eine Feenhafenkarte habe ich bisher bekommen. Ja, geht. Wie sieht die Karte hier eigentlich aus? Oh, das Gebiet ist schon ziemlich groß. Da ist noch was. Ich habe ja noch eine Karte, mit der ich so einen Spezialraum öffnen kann. Da würde ich mich auf den Weg dahin machen. Und hierhin müssen wir sowieso. 1 brauchen wir.
Andere mit dem Herz, so schlechte Karten haben. Okay. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das heißt, ich habe die besseren Karten. Muhahaha. Oh, geil. Heilung. Und er kommt. Ihr mit euren schlechten Karten könnt mir gar nichts. Jetzt geht's aber rund, du. Ah, was mit dir? Hast du Angst? Triff ihn bitte. Stand in so einem Winkel, den Goofy nicht erreicht hat. Das ist ja voll frech. So, noch mehr Mokikugeln. Yay. Da ist was. Feenharfe. Eine Goofy-Karte. Der Goofy-Schmetterschlag. Bam. Da werden sie erstmal durcheinander gewürfelt. Oh, ich rufe den schwarzen Magier. Ich bin aus mir nicht bekannten Gründen, gerade wenn diese Folge erscheint, weiß ich glaube ich nicht mehr wahrscheinlich, am Yu-Gi-Oh! Gucken, weil es gerade auf Netflix ist. Und ich mal wieder Bock auf alte Animes habe. Deswegen kam ich so ein bisschen drauf, bezüglich schwarzer Magier und so. An sich ist die Serie aus heutiger Sicht gar nicht gut, aber für die damalige Zeit war das halt so, ja, okay, war nett. Yu-Gi-Oh! Ist das einzige, womit Konami auch noch irgendwie Geld verdient und mit Pachinko-Automaten. Auch eine News, die wahrscheinlich schon ein bisschen veraltet sein wird, wenn diese Folge erscheint, ist, dass ich gelesen habe, dass Sony mit ein paar ehemaligen Entwicklern von Team Silent Hill rebooten möchte. Und das begrüße ich doch als Silent Hill-Fan sehr. Wenn das der Fall sein sollte, wird das extrem geil werden auf den Next-Gen-Konsolen. Aber es steht noch nicht fest, wann, wie, was, wo überhaupt. Es ist nur eine Nachricht irgendwie announced und das war's auch schon. Also von daher ist jetzt noch nichts in... Ist es noch nichts festgelegt, aber bin mal echt gespannt, falls es dazu kommen sollte, was das für ein Spiel wird und ob das jetzt wirklich ein Reboot wird, so ein bisschen wie die Resident Evil Remakes oder komplett neues Spiel. Silent Hills wird ja leider gecancelt. Fand ich schon äußerst sad, wenn ihr mich fragt. Ich habe es auch leider nie geschafft, diese Silent Hills Demo zu spielen. Hätte ich echt gerne mal gemacht, aber die wurde ja relativ schnell vom PlayStation Store genommen. Kriegst du auch nicht mehr. Ja, die hat also anscheinend ein ziemlich gutes Relikt aus der PlayStation 4 Ära. Weil die wird wahrscheinlich dann auch irgendwann vergehen, wenn die PlayStation 5 dann erscheint. Unter anderem halt auch ein anderes Gericht gehört, dass Sony ja angeblich dann, wenn die PlayStation 5 rauskommt, beziehungsweise in Produktion geht, dass es wahrscheinlich Sonys letzte Spielekonsole sein wird, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil die seit Jahren auf dem Markt mit dieser Spielekonsole der PlayStation halt so viel Geld machen. Kannst du mal aufhören damit? Ich glaube, bei dem Markt so ein bisschen... Wie gesagt, dass ich eher nicht glaube, dass sie das aufgeben werden, dieses Feld, Spielekonsole. Also mit Microsoft halt die einzigen auf dem Markt sind. Nintendo ist da ein bisschen ausgeschlossen, die fahren immer so ein bisschen ihr eigenes Ding. Die halt sehr groß auf dem Markt sind und natürlich auch
extrem viel für die Publisher tun und so. Und einige haben ja auch schon ihre eigenen Produktionsstudios, wie Sony halt. Und Microsoft hat ja auch einige aufgekauft, wie Rare. Eine Karte gehört. Aber egal, ich mach die hier fertig. Ihr seid einen nervigen, weil ihr explodiert. Das möchte ich nicht. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Noch ein paar Mokri-Kugeln für zwischendurch. So. Aber man merkt es halt schon an, dass ich weniger gestochen werde. Dadurch, dass sie halt schlechtere Karten haben, gehen meine Angriffe meistens echt gut. Aber als ich vorher den Kampf gegen Rico hatte, der war halt auch wieder so eine knappe Kiste, weil Rico halt so viel bessere Karten hat als ich. Der hat mich fast immer wieder. Der hat komplett die Karten fast, die ich auf der Hand habe, gestochen. Fand ich halt nicht so cool von dem. Nein, hau ab, du. Böser, herzlosen Pirat. Okay, da geht's eigentlich weiter. Ich kann hier hoch. Da kam er auch schon und hat auf mich gewartet. Der Schatten durch. Du Lüch. Die Schattenlurchis. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Es gibt, glaube ich, oder gab, so einen Plüschattenlurch. Den hätte ich gerne. Also, falls ihn jemand hat, nicht mehr braucht, schreibt mich an. Ich nehme ihn. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Heilung. Ich dachte schon gerade, passiert da was? Kling, kling. Okay, ich glaube, wir haben hier alles abgefrühstückt. Ich und meine Raumkarten, wir werden nie großartig Freunde werden. Mal, dass ich jetzt 90 Karten habe, dann ist es okay so. Gut. Mit einem Wert von 1. Da werde ich doch bestimmt irgendwas haben. Na also. Ach. Das ist hier die Tür. Okay, die kann ich gar nicht öffnen. Dann bin ich hier falsch. Ah, okay. Ich hab's nicht. Ich hab nicht gesehen auf der Karte. Ja, ich muss ja geradeaus. Okay, I'm sorry. Aber Schatztruhe ist ein gutes Stichwort. Davon habe ich echt auch noch viele Karten. Vielleicht kann ich mir jetzt hier eine Feen-Schlüssel-Schwert-Karte ergattern. Nach Möglichkeit. Was soll denn Teleport? Materialisiere dich hinter dem anvisierten Gegner, der kurzfristig betäubt ist. Okay. Geil. Mehr Fähigkeiten finde ich gut. Das heißt, wenn ich auch manchmal Karten random anordne, bekomme ich dann trotzdem was Cooles raus. Hoffentlich. Okay, noch eins und dann nach links. Ich würde sagen, machen wir noch eine.
Weil dann werde ich die auch los. Weil in dem Raum kriege ich keine Raumkarten. Weil ich kriege ja nur einen Schatz und Gegner. Hier sind keine, die mir eine Raumkarte droppen können. So, Feenharfe. Geil, mit zwei. Für den Anfang nicht schlecht. Ich werde wahrscheinlich noch bessere kriegen im Laufe des Levels hier. Stopp mit zwei. Okay, da ist auch schon die Tür. Ja. Das machen wir noch. Bevor ich die Folge beende. Hier brauche ich nur eine rote Karte, egal welche. Okay, davon haben wir eine. Nehmen wir die mal. Das ist auch weg. Irre ich mich oder sehen jetzt alle Räume inzwischen gleich aus? Vielleicht gehen wir einfach im Kreis. Sie war echt keine Hilfe. Ich glaube, du hast sie vor den Kopf gestoßen, Donald. Na, so weißt du, was machst du denn? Hör mal, du solltest die Piraten doch nicht mitbringen. Zurück, Piraten. Sonst wird das hier euer letzter Kampf. Sei nicht so unhöflich. Wir sind keine Piraten. Wir sind nur hier, warum sind wir hier, Sora? Hä? Woher soll ich denn das wissen, Donald? Goofy, was meinst du? Gute Frage. Okay, ich verstehe. Sora, Donald und Goofy, richtig? Echte Piraten würden sich wohl kaum auf ihrem eigenen Schiff verlaufen. Und ihr seid ziemlich witzig gekleidet. Winzig gekleidet, ja. Geht das wieder los? Warte, du dachtest also, wir wären Piraten? Dann muss das ein Piratenschiff sein. Richtig, ihr seid gefangen an Bord der Jolly Roger. Captain Hooks berüchtigtem Schiff. Wenn wir gefangen sind, dann bist du es auch. Ich? Red keinen Unsinn. Niemanden im Peter Pan gefangen. Ich hatte bloß den Ball flach, bis meine Stunde kommt. Was hast du vor? Die Piraten haben meine Freundin Wendy entführt. Sie muss irgendwo hier auf diesem Schiff sein. Ich hatte jedoch nicht so viele Wachen erwartet. Ich habe Naseweiß losgeschickt, damit sie sich umsieht. Aber sie hat nur euch gefunden. Ich glaube, ich weiß, was Naseweiß vorhatte. Wenn wir alle genug Krach machen, können wir die Piraten ablenken. Du hast wohl ihre Gedanken gelesen. Was sagst du? Halten wir zusammen, zumindest bis wir an Deck sind? Klar, warum nicht? Wir könnten Wendy natürlich auch alleine retten, wenn ich wollte. Aber ihr drei seht aus, als wärt ihr ohne mich verloren. Hast du denn gar keine Manieren? Anscheinend nicht. Okay. Das heißt, ich würde jetzt gerne hier in diese Tür und dann da rein. Gut, das heißt, eine verschlossene gibt es noch hier, oder? Nö. Heißt das, ich muss zurück? Da komme ich in den Raum wahrscheinlich irgendwie anders. Wahrscheinlich hier durch und dann so und dann hier lang und dann so lang. Ich glaube, das macht Sinn. Bäh. Aber irgendwie sehe ich hier keine weitere Tür. Es gibt hier nur zwei Ausgänge. Das ist strange. Okay, das heißt, hier muss es drei geben. Gibt es auch. Vier sogar. Okay, das heißt, die Tür hier würde ich gerne zu einem Speicherraum machen. Hier so Richtung Anfang zu speichern ist keine schlechte Idee.
weil ich bin wieder bei der halben Stunde und würde gerne dann jetzt mal so ein bisschen Aufnahmepause machen, dann später vielleicht noch weiter. Yes. Okidoki. Dann sage ich schon mal danke sehr fürs Zusehen bei Kingdom Hearts Rechain of Memories. In der nächsten Folge machen wir weiter auf dem Piratenschiff von Captain Hook und gucken, ob wir Wendy finden können und diese entsprechend zu retten. Und Peter Pan ist im Team. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts Rechain of Memories.